Alle Leute, wir begeben uns heute mal auf die Spur der Herkunft meiner Frau. Ja, hier ist sie groß geworden, hier in der Ecke. Die genaue Wohnung suchen wir noch. Das hier war mal deine Grundschule, hast du gesagt, ne? Wo die meisten deiner Narben entstanden sind, die du auf deinen Beinen und Händen und Armen trägst. Auch so ein Draufgängermädel. Nein, meine Füße waren immer zu groß beim Laufen. Das kenne ich, meine sind auch groß. Ich stolper über meine eigenen Füße manchmal. Ja, wir suchen. Welche Hausnummer habt ihr gewohnt ich früher? 26. 26, hier ist die 23. Aber du hast gesagt, ein Haus haben sie abgerissen, ne? Das mal gucken, ob das natürlich genau euers jetzt war. Weiß ich nicht. Wir sind in Aschersleben, nur mal so zur Information. Denn ja, ärztlich Ruhe hat sie nochmal verordnet gekriegt. Nächstes Wochenende geht es dann wieder los auf die Tour. Wir planen den Jada-Park an. Nein, ist weg. Der Jada-Park ist hier weg? Stand es. Ach so, das Haus ist weg. Hier stand es, da wo jetzt der Parkplatz ist. Ich drehe es euch mal. Da stand es. Hier geht es jetzt zum alten Stadtbad. Diesen Stichel hier durch. Gehen wir jetzt mal hin. Ist auch ein bisschen schattiger. Es ist nämlich ein Stück zu weit für zum Stadtbad. Mega warmer Tag. Also heute müsste ich jetzt noch nicht in irgendeinem Freizeitpark rumrennen bei der Hitze. Stattdessen sind wir bei der Familie. Haben heute einen 82-jährigen Geburtstag. Mal gucken, wie lange wir die noch feiern können, weil die Gesellschaft wird leider auch mit jedem Jahr weniger. Die gute alte Platte. Ich mag das. Ich bin ja im Grunde auch in der Platte groß geworden, aber halt in Westdeutschland. Ne? War aber auch nichts anderes. Von VW irgendwelche Bauten, auch so in Hochhäusern und so. Ganz einfach und besinnlich. Ja, also wie gesagt, Jada Park geht es nächstes Wochenende. Danach werden wir vielleicht nochmal unsere Heidepark-Jahreskarte nutzen. Mal gucken, und dann ist ja auch irgendwann unser Sommerurlaub. Da geht es dann in den Süden mit dem Ferienflieger. Wir fliegen Gott sei Dank auf den Montag. Wir haben die Hoffnung, dass wir dann nicht irgendwie die Opfer am Flughafen sind und da eine 6-stündige Abfertigung hinter uns ergehen lassen müssen, über uns ergehen lassen müssen. Ich hoffe, wir haben Glück. Ja, im Urlaub gibt es dann auch ein paar Wasserparks, wo du sogar mit Kamera rein darfst. Das ist natürlich cool, das darfst du hier in Deutschland nicht. Ja, und dann mal gucken, was aus der Tour wird, die ich mir ausgedacht habe und am Lengeder Berg präsentiert habe. Ist nicht so ganz einfach umzusetzen, aber na gut. Jetzt ist diese Zwangspause, wie ich sie nenne, bald vorbei. Und ach ja, Mensch, wir haben Timmendorfer Strand gebucht, Leute. Wollte ich ja noch sagen. Hansapark, wir kommen. Im Oktober wieder. Ich weiß, es gab ein paar Abonnenten, die haben gesagt, ich soll da mal im Sommer hin, um einfach mal auch den Hansapark im Sommer zu erleben. Ja, aber gut, nicht. Nein, wenn ich jetzt so nach der Jahreszeit gehe, also das, Leute, kann ich dann auch nicht leisten. Ihr habt eine Freundin von dir gewohnt, ja. Hier rechts? Ja. Okay. Wie hieß die? Das darf ich doch nicht sagen. Ach so. Moment. Das Interessante hat sie mir erzählt, wo die Cam aus war. Hier wohnte ihr Schwarm. Nein, mein Schwarm hat da oben gewohnt, wo wir gerade feiern. Ja, sag doch nicht nein, wenn er da gewohnt hat. Ich habe doch gesagt, hier wohnt der Schwarm. Ach. Wie hieß der Schwarm mit Vornamen? Andi. Wie unser guter Nachbarsfreund, ja? Aha. Aha. Ach, Mann. Aber der kam nicht von hier, nein. Ach, das war zweite, dritte, vierte Klasse. Ach so, da warst du noch jünger als Lilly jetzt ist. Na dann, quasi verjährt, sagst du, ja? Ja. Okay, war ich auch dein Schwarm? Ach. Bin ich dein Schwarm? Ja. Ich bin ja immer noch da, also. So, jetzt kommt der Schatten, da wollen wir hin. Wir haben so ein richtiges Schlemmerwochenende hinter uns. Gestern waren wir bei Freunden eingeladen. Die waren schon bis 25 Jahren hier. Die echt jetzt? Ja. Okay. Haben da gegrillt, Cocktails getrunken, die meine Frau nicht wirklich verträgt. Doch, mir ging's gut. Hat sie gestern zugelangt, ja? Ja. Für ihre Verhältnisse. Ich mag das süße Zeug ja nicht so. Aber zwei habe ich auch getrunken. So, heute wieder beim Geburtstag. Jetzt gab es schön Soljanka und ein Zanderfilet. Oh, aber Leute, jetzt könnt ihr mich bald nach Hause kugeln, echt. Morgen erstmal wieder alles abarbeiten. So, der Planet brennt. Das merkst du hier bei dem Asphalt. Wir gehen ja auch nach oben, wir kommen der Sonne immer näher. Ne? Muss man auch mal mit berücksichtigen. Jetzt wird es echt unerträglich warm. Puh. Aber das sieht hier noch so ein bisschen so nach alten DDR-Feeling aus. Ne? Schaut mal. Hat ja einen gewissen Charme, ne? So einen Lost-Place-Charme.
So, jetzt kommen wir ein bisschen im Schatten lang. Nee, ach, wo, da ist die Treppe. Halt, das ist der sogenannte Krankenhausberg in Aschersleben. Auf diesem Berg steht das Krankenhaus. Und wir sind da oben im Rosencafé. Jeder Aschersleber dürfte das Rosencafé sehr gut kennen. Hat sich ja echt einen Namen gemacht im Laufe der Jahrzehnte. Du kannst da so lecker essen. Aber halt nirgendwo Schatten, ne? Wir gehen jetzt den Berg noch ein bisschen rauf, sind dann zurück. Ich hole mir erstmal einen schönen Eiskaffee, das könnt ihr glauben. Wird nochmal im Laufe der Woche, denke ich, mal ein Video kommen, wo wir uns Outdoor aufhalten. Passt ja zu meinem Kanal auch, wollte ich schon lange mal machen. So ein bisschen mit Outdoor-Equipment, ein Tarp. Ein bisschen natürlich auch was mit Säge und Messer und Schnitzen und zurechtkommen. Ein paar Tipps und Tricks. Du guckst mich so komisch an. Ist hier neu, ja? Na komm, Taxi, wir müssen uns beeilen. Bis zum nächsten Video. Ciao.